Whitechapel, London. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Oi, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! Pass lieber auf, sonst ist es blitzschnell vorbei. Unfassbar, frecher Dinger. Alter, ist er schnell. Fein, du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Was habt ihr Beste bezahlt? Ach ja? Echt ist aber. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Übermüpfig. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Come quickly. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Das gibt's nicht. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Diesmal nicht. Zack. Ha! Wo befindet Schneller. Sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja. Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Oh, also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Klar. Ab nach oben. Dann könnt ihr euch ganz London ansehen. Zack. Hopp. Einmal hier rüber, einmal da hoch. Hopp. Und hoch. Sieht schon geil aus, ne? Dann synchronisieren wir mal. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften.
Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Interessant. Nice. Henry Green folgen. Natürlich. Hopp. Bump. Schick. Keine Mucks. Kaelok sucht nach mir. Wer ist Kaelok? Einer von Starricks Ganganführer. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Na gut. Was mit ihm hier? Oh. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Alles klar. Eine Kutschenflucht. Wir müssen sie von Green weglocken. Es gibt Ärger. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Das wird Kaelok bereuen. Bumm. Sie sind weg. Dann also zurück zu Mr. Green. Ah ja, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du mich das sagen. Nicht erobert, Whitechapel. Empfohlenes Level 2. Nicht so schnell. Aff. Kutsche verlassen. Na, dann wollen wir mal. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug.
Starik hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starik arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Gut. Irgendwo, wo es grün ist. Abgeschlossen. Herausforderungen vor Evie ankommen. Haben wir ab. Geschafft. Belohnung waren 410 plus 75 und 250 plus 175 XP. Fopfern. Drücken Sie Tab, um die Karte vor London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer. Ah ja. Um den Bezirk zu erobern. Bam. Okay. Schick. Jetzt können wir hier reinzoomen. Hier haben wir ganz London. Ach du Schande. Vergessen, wie groß das Spiel war. Hier, zack. Flut ist Level 8, Level 9. Level 4, Level 3. Level 5. Level 4. Ach, Level 4 ist ganz okay. Level 6. Und wir sind in Whitechapel Level 2. Ganganführer ist der Depp. Okay, und wir sind hier. Ach, das war gepresste Blume, genau. Hier gibt es die Glitch, Helix Glitch, Pro Hospital, aha. Fotos, Kisten und goldene Kisten. Oh. Okay, was ist das? Die Flasche, okay. Was ist hier? Die Suche nach dem Straßenkind. Gangquartier. Templerjagd. Harold Darklan. Und was ist das? Eberlein nehmen wir an. Okay. Interessant. Ja, was machen wir denn als erstes? Tja, ich würde ja ganz ehrlich gern das hier machen, ne? Gangquartier. Ich glaube, das ist doch... Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Drücken Sie Escape, um das Hauptmenü zu öffnen und... dann C, um zwischen Evie und Jacob zu wechseln. Evie bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus ist. Evie und Jacob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Bam. Schön. Jetzt haben wir Jacob gesehen, dann gehe ich mal ganz kurz hier auf Evie und schauen uns da nochmal die Karte an. Tap. Okay, das sind die gleichen Missionen. Alles klar. Wir haben hier noch ein paar Fähigkeiten für Evie. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte.
Was machen wir denn da? Was ist das? Klage erlaubt ihnen durch Wände. Das ist sehr gut. Wir haben neues Level erreicht. Level 2. Sehr schön. Aha. Schleichen 1. Ein Punkt haben wir noch. Können wir uns irgendwas hier leisten? Ja, von denen sowieso nicht. Ich würde dann eher hier, sie finden Quellen mehr gewöhnliche Herstellungsmaterialien. Oder mehr Leben. Ich glaube, ich mache erstmal Gesundheit. So. Dann gehen wir nochmal auf Jacob, der hat nämlich auch neue Fähigkeiten. Wunderbar. Er kriegt auf jeden Fall auch ein neues Leben. Wunderbar, zack. Den Knacker kriegt er auch. Am Anfang kriegen die beide erstmal das gleiche, wahrscheinlich. Beziehungsweise das, was halt sinnvoll ist. So, Level 2 haben wir hier auch. Schön. Und dann haben wir noch einen Punkt. Dann machen wir auch mal Adlerauge 2. Das ist sowieso hilfreich. So. Keine Punkte mehr. Und weiter geht's. Whitechapel erobern. Schön. Dann schauen wir doch mal gerade auf die Karte. 2, bla bla bla. Abilene, nehmen wir an. Komm, das ist in der Nähe. Das machen wir doch gerade mal. Komm schon, Mädchen. Steht da einfach im Weg. Kletter ich mal hier hoch und gehe mal jetzt hier drüber. Na. Ups. So. Ist das eine Kiste? Okay, da scheint wohl eine Kiste sein, zu sein da unten. Ja, genau. Tag, ich will nur mal ganz kurz die Kiste. Hallo, Katze! Schön, so, jetzt wieder hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Ach, Ivi. Tach. Wunderbar. Spielen wir natürlich. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft.
Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Komischer alter Kauz. Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Vorsichtig. Alles klar. Kein Problem, kriegen wir hin. Lala. Drücken Sie E, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Drücken Sie in der Nähe von Gegnern kurz WASD, um ihren Entdeckungsradius zu verringern. Wenn Sie Shift drücken, fällt es Ihnen Gegner leichter, sie zu entdecken. Drücken Sie E, um einen gefangenen eine Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Fortfahren. Da muss es hin. Hä? Da ist ein Händler oder sowas, wie das aussieht. Dreh dich um. Na komm. Einfach umdrehen. Gar kein Problem. Und da ist ja noch einer. Kommt der her. Her damit. Zahl deine Schulden. Was soll ich denn getan haben? Du hast Geld von Leuten genommen, die dir keinen Schilling schulden. Ruf ja nicht nach Hilfe. Verpiss dich! Lass mich! Ich habe alles, Ui. Was Sie täglich brauchen! Halt die Klappe! Ganz ruhig bleiben, mein Freund. Was soll ich denn getan haben? Dein Letzter sein. Du hast Geld von Leuten genommen, die dir keinen Schilling schulden. Ja, ich und die Hälfte der Reichen in der ganzen Stadt. Wirst du die auch noch entführen? Vielleicht. Wird sich zeigen. Aber mit dir fange ich an. Now what could that be? What's this all about? Nicht ein Wort. Zielleben zurückbringen. Ja, easy peasy. Ja, kriegen wir hier schon hin. Oh, da ist eine Kiste. So ein Mist. Ich brauche keinen Grund, um dein Leben zu beenden. Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? Someone's up to no good. Es wäre gut, um ruhig zu bleiben. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Ach, da vorne. Keinen Mucks, dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Hilfe! Hilfe!
think? I want to play too. You think you're funny? Think differently. Was haben Sie vor? We can still see you, my son. Vorüberzukommen. Warten Sie, bis ich bei Ihnen bin. Hä? Abliefern der. Warum verstecken Sie sich da oben? Du frecher Hund, warte nur, bis ich da bin. Gut, jetzt kümmere ich mich um dich. Gut, so Mädchen. Ich dachte, der fährt automatisch weg. Auf geht's. Wie sie das selber fahren, das Kütschchen hier. Komm schon, alte Stute. Sachte. So, wunderbar, haben wir das. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist. Danke. Kein Problem. Loyalitätslevel 0. Wow. Fortsetzen. Finden Sie Sympathisten in ganz London und helfen Sie ihnen. Wenn sie Sympathisten helfen, steigt deren Loyalität den Rooks gegenüber. Durch Loyalität schalten sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Gut. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Tschitschitsching. Alles sauber hier. Jetzt sind wir in der Nähe von... Templerjagd. Können wir direkt weitermachen, ja, Templer. Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Komm noch her. Zack. Pack dir. Oh, Gleise. Schön. Da ist wieder ein Händler. Und was ist hier? Hä? Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen? Das Ziel mit einer Kiste Dynamit töten. Keine Pulle an Sicht. Gut. Identifizieren. Harold Darke. Und seid vorsichtig. Alles klasse. Das muss alles unbeschädigt in die Hände der Blighters gelangen. Keine Missgeschicke. Okay, mit einer Kiste Dynamit töten. Komme ich hier irgendwo rein? Nichts zu sehen speziell. Leiters Territorium betreten. Ja, easy peasy, alles gut. Leiters Territorium verlassen. Ja, ja, jetzt schön mal deine Nuggets. Ja. Mal Chille Mille. Das wird nicht klappen!
Die sind in Ordnung. Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen? Nur etwa ein Dutzend, Sir. Skulking, so... Alle sind London bis an die Zähne bewaffnet. Keine Pula in Sicht. In das Beatissach. Gut, dann verteilt das Dynamit und sei vorsichtig. Alles klar, Sir. Das muss alles... Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Einen Moment. Was habe ich getan? Not much of a hiding spot, if we can see him. Was war das? Finden wir es raus. Schau doch mal nach, vielleicht lässt es heraus. Him. I don't think he wants to be disturbed. Excellent. Oh, Behavior. Still, this is London. Keine Pula in Sicht. Gut, dann verteilt das Dynamit und seid vorsichtig. Alles klar, Sir. Das muss alles unbeschädigt in die Hände der Bleiters gelangen. Keine Missgeschicke. Scheiße. So ein Mist, Alter. Das Zielen ist ja super behindert gelaufen. Der hat einfach so rumgewobbelt, wie was weiß ich was. Das war ja mega bekloppt.